Hallo Römer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen heute Sniper Elite 4. Ich hab Bock drauf, Leute. Wir spielen ein Einzelspielerspiel. Ich habe mich schon meine Spielerausrüstung etc. zusammengestellt. Und wir haben später, also ich habe alle DLCs dabei. Ich weiß nicht, was uns dabei erwarten wird. Für eine leichte Herausforderung keine Kugelballistik. Vereinfachte Kugelballistik für faire Herausforderungen. Unversöhnliche Feinde. Bereite dich auf einen zähen Kampf vor. Realistische Kugelballistik, Eigenschuss. Eigenbeschuss möglich. Nur für echte Sniper und Masochisten, alles klar. Der härteste Kampf, dem sich Schütze stellen kann. Ich glaube, wir spielen auf normal. Habe ich schon alles eingestellt, alles klar. Wir starten das Spiel, Leute. Erstmal richtig hinsetzen. Alles klar, 1400 FPS im Ladebildschirm. Nice. Gut, ich habe keinen Plan von Sniper Elite wirklich. 1943. Oh. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens. Nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Sniper Elite 4. Italia. Gut, was ich sagen wollte. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Alles klar. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmidt. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission: Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Alles klar. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Gut, Leute. Hier sind wir in-game. Was ich sagen wollte. Ich habe keinen Plan von Sniper Elite so an sich. Ich habe den ersten, zweiten und dritten Teil nicht gespielt. Das heißt, ich weiß nicht, was uns so erwartet, was so abgehen wird. Und ich glaube einfach mal, ich folge jetzt einfach mal unserem Ziel, Schütze, sag ich mal. Den Kerl kann ich relativ geräuschlos ausschalten. Eh.
Oh! Augenblick mal. Wie? Was ist das? Lass mal Feldstecher. Wieso kann ich nicht... Ich kann... Markiere... Leuchtenden Kran um Lenkrolle. Feinde markieren. Okay, ah, da ist einer. Und da ist noch einer. Passiert mal was. Recht so. Immer fröhlich bleiben. Sonst sehe ich keinen. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Habe ich nur einen vergessen? Nö. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? B für Feldstecher, ja. Ich kann auch nur in dem Radius hier... Achso, ich sollte den Kran noch markieren, okay. Q... Achso. Das Gewehr. Gedrückt halten. Ah. Bam. Na, wer sagt's denn? Double Kill. Alles klar, okay. Ich gehe mal, kann ich das Gewehr auch wieder wegpacken? Irgendwie? So, dass ich mit der Faust rumrenne oder so? Ne, kann ich nicht. Da werde ich rüber müssen. Bringe über den Spalt. Okay. Kann ich denn auf... Ah. Ah. Okay. Was ist das mit dem Feldspeer? Alles klar. Nur diesen gewissen Radius da nutzen kann oder sehen kann. Das ist ein bisschen doof. Könnte sich lohnen, die Leichen nach Munition zu durchsuchen. Eh. Mehr finde ich nicht. Alles klar. Gut. Ja, ich kenne Sniper-Elite nicht wirklich. Ich weiß, man muss hier ein bisschen stealth-mäßig, sniper-mäßig durchlaufen, so. Und seinen Auftrag erledigen. Ach da, die Kiste, okay. Habe wohl alles Verwendbare eingesetzt. Alles klar. Okay, wie es aussieht, wenn wir einfach nur durchlaufen, sammeln wir auch schon einiges ein. Okay. Kommt da wer? Nein. Alles klar. Im Blattwerk und im Schatten bin ich schwerer auszumachen. Ja, wir können uns hier reinducken. Sind wir nicht so gut zu sehen. Wenn ich... Ah! Wenn ich C gedrückt hat, dann... Okay. M. Hier bin ich. Die Kamera muss ich zerstören, da auch noch. Achso, das hier sind die ganzen Offiziere, die wir töten müssen. Und hier oben dürfte dann, genau, General Schmidt sein. Würde ich sagen... Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Okay, auf den Turm also rauf, alles klar. Oh, was ist hier denn so?
Ne, die Winchester habe ich schon. So, wir müssen die Kameras zerstören. Komme ich von hier aus an die Kamera ran? Was soll die Kamera? Okay, Moment. Vertraulich, Triangulation. Geräusche und nicht tödliche Schüsse helfen deinem Feind bei der Triangulation deiner Position. Mögliche Bedrohung. Bei wiederholtem Auftreten an derselben Position oder bei visueller Bestätigung ergibt sich eine vollständige Triangulierung. Okay. Vorher erscheinen mögliche Bedrohungen auf dem Radar als Dreiecke, wohingegen ein Geisterbild in der Umgebung erscheint, das dem Feind deine letzte bekannte Position, LBP, anzeigt. Ein nützliches Werkzeug, um zu erfahren, welche Richtung sich der Feind bewegen wird. Okay. Laute Schüsse in der Nähe eines Feindes haben mehr Auswirkungen auf das Triangulieren als welche von weiter entfernt. Da leben jetzt noch welche. Ui! Durch! Oh! Ich glaube, der muss einen Tag zu Hause bleiben. Wo ist denn jetzt der andere noch? Einer war da noch. Einer. Ach, da. So, es dürften jetzt aber auch alle gewesen sein, eigentlich. Schätze ich jetzt mal. Also die Kameras etc. habe ich. Erstmal nachladen. Okay, der Baum ist im Weg. Okay. Hey. Okay, wir haben noch mal ein bisschen mehr. Das ist alles. MP-Muni bekommen. Ich glaube, das hebt er alleine auf. Ich muss, glaube ich, echt nichts aufheben. Oder? Ich habe das Gefühl, er hebt das eigentlich alles alleine auf. Oh. Ich bin noch nicht fertig. Ich kann sogar die Leichen aufheben. Um die dann wegzulegen. Damit die keiner entdeckt oder so, ne? War das nicht so? Sollte ich vielleicht sogar machen. Ist, glaube ich, ganz schlau. Einmal hier rein oder so? Geht das? Ja. Ja, so halb, ne? Halten. So, ich lasse den, glaube ich. Passt schon so. So, wo muss ich denn als nächstes hin? Dann würde ich sagen, erstmal dorthin. Okay. Ja, ich guck mir das im Blattwerk, also das Tutorial, die Tutorial-Sachen jetzt nicht unbedingt alle an. Hört mich wer? Ich weiß es nicht.
Okay, alles klar. Ah! Wenn ich worauf zoome, dann sehe ich, ob das safe ist oder nicht, oder wie? Okay, erstmal noch da oben auf den Turm gucken. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwie jemanden. Ah. Na, ich lasse es erstmal. Ich glaube, ich werde hier ein wenig falsch durchgehen, durch dieses Spiel, aber... Ah, da ist wer, okay. Jetzt sollte ich hier weggehen. Also wenn ich laufe, kann ich meine Kamera so gut wie gar nicht irgendwie bewegen. Oh, oh, hier sind ja doch welche. Hier war doch noch ein zweiter, oder nicht? War hier nicht noch ein zweiter? Egal. Einfach ignorieren. Okay, also es ist... Oh, meine Stimme, ey. Hab ich den nicht gerade irgendwie gehört? Kann ich dich mal... Ich will den halt nicht, eigentlich nicht werfen, aber er wirft ihn halt nur. Aber es passt, okay. Ich höre halt Gegner, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Da war wer. Okay. Das Ding ist, da muss ich ja auch... Oh! Oh! Ups. Hab sie gefunden, Leute. Nichts. Hab sie gefunden. Kann ich da hoch? Ne, ich geh mal den Weg hier lang. Ich guck mal hier lang, vielleicht... Hier sehe ich jetzt gerade auch niemanden. Außer da hinten ist halt irgendwer rumgelaufen. Da. Da lief er. Jetzt rüber und rein. Ah, das sind zwei. Schön. Und wo wurde ich beschossen? Ja, von weiter vorne? Ooh!
Und das da ist wahrscheinlich ein General, oder? Weil der hat keinen Helm auf? Oh, in den Augapfel, Alter. Ich will nicht immer Leertaste nutzen. Digga, stirb da jetzt mal. Schade, fast in den Anus. Einfach hinein, so. Da ist wer. Hab ich doch gerade wen gesehen. Hinter mir? Hinter mir. So war's das? Okay, ich glaube, das war's nicht. Ich spiele ein wenig zu unstealth-mäßig, ne? Dürft mich aber nicht sehen. Das ist das Dreieck, wo die Gegner mich am meisten, also am nächsten jetzt vermuten, ne? Ist da ungefähr lang gelaufen? Ich weiß nicht, ich hol mal wieder meinen Sniper raus. Ich will den ersten Offizier jetzt doch in diesem Part töten. Bin ja gleich an dem... Scheiße. Okay. Da war wer. Wieso ist er nicht tot? Muss mich ein wenig bewegen. Okay, ich hab den ersten Offizier, Leute. Es wird ein sehr, sehr langes Let's Play, wenn es so weitergeht. Das hier wird sehr nützlich sein. Alles klar. So. Gut, Leute. Mal einen Busch schmeißen. Mich da mal zulegen. Kann ich speichern oder speichert das? Ah, Spiel speichern. Ja. Alles klar, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, was ist erstmal mit der ersten Folge von Sniper Elite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wenn ihr Tipps habt, etc., sagt sie ruhig. Gerne. Schreibt sie in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.